So, und dann willkommen zurück zu Vampire's Dawn. Wir befinden uns, nachdem wir Abraxas besiegt haben, nun in einem Schloss, oder gleich sage ich mal im Schloss, nämlich hier im Schloss Dranak. Wir hatten das Wappen gehabt und damit kommen wir jetzt rein. So, jetzt sind wir also drin. Mal schauen, ob wir hier irgendwo Informationen finden. Ich habe das Gefühl, dass der Aesthir hier stationiert war. Das war der Ritter, der unser als Asgards Schloss übernehmen wollte. Das wäre am wahrscheinlichsten. Schließlich ist dies die Burg des Königs. Unser Aesthir könnte ein Königsritter gewesen sein. König. Pah, niemand regiert über mich. Nicht einmal, als ich noch ein Mensch war. Gerade bei dir wäre alles andere auch merkwürdig gewesen, Asgard. Ich weiß, Liebling. So, wir gehen einfach mal rum. Ah, okay. Oh, Stadt. Was gibt's? Ich wollte einfach mal fragen, ob du irgendwelche Gerüchte gehört hast. Sehe ich aus wie eine Klatschweib? Ich verbreite keine Gerüchte. Nicht so ungut. Lass uns mal im Pro-Raum erstmal alle Gegenstände absuchen, die hier irgendwo rumhängen oder so. Ein Odershelm. So, das war der Ritter ohne. So, jetzt brauchst du noch. Was gibt's? Ich wollte fragen, wie Gerüchte. Ach nee, wir brauchen den Ritter drüber. Den hier. Der auch zweimal dort kämpft gerade. Weil ich so langweilig oder warum wollt ihr unbedingt gerade jetzt mit mir reden? Nun eigentlich, was soll denn das? Mich dumm anlabern und nicht wissen, was ihr mich fragen wollt? Doch, ich kann Typen wie euch nicht ausstehen. Haut ab! So ein Blödmann. Am liebsten würde ich ihm den Kopf abreißen. Das machen wir wahrscheinlich früh genug. Was wollt ihr von mir? Ich wollte mal fragen, woher ihr eure Waffen bekommt. Unsere Waffen? Wieso interessiert euch das eigentlich? Einfach nur aus Neugier. Naja, euch kann ich es ja sagen. Die kommen aus der Wüstenstadt Lombar. Wieso gerade aus Lombar? Nun ja, der König meint ja, wir müssen sparen. Darum kaufen wir die Waffen jetzt aus Lombar. Dort sind die billig. Man merkt's. So, die beiden. Hey, ich übe gerade. Hau ab. So was Unfreundliches. Was bist du denn für ein Weichei? Hau ab! Oh Mist, gehen. Hier den noch. Könnt ihr nicht sehen, dass ich übe? Geht weg. Natürlich. Entschuldige. So, hallo. Jagus Groder. Hallo. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Wir haben uns gemeldet, um Ritter zu werden. Ihr wollt Ritter werden? Naja, wie Schmetterlinge seht ihr nicht gerade aus. Vielleicht am besten mit dem König. Er wird euch die Aufnahmeprüfung erklären. Natürlich, das machen wir. Ich muss schon sagen, langsam lernt Walner das Lügen. Okay, jetzt fehlt noch die Wache. Was wollt ihr von mir? Wir wollen zum König. Geht den Flur nach oben, dann nach rechts in das Zimmer mit dem roten Teppich. Dort einfach die Treppe runter. Danke. Kein Problem. Gut. Was haben wir hier? Wir haben auch... Oh. Verschlossen. Moment. Verschlossen. Wie? Alles verschlossen? Das ist für eine Sache. Wir können einfach mal hier was aufbrechen. Was ist denn hier kaputt? Na gut. Das führt jeweils zu den Türmen, denke ich mal. Was mit dem Ritter hier? Hallo. Das stört mich nicht. Ich schieb gerade Wache. Natürlich. So, hier haben wir einen Glaubensvertreter. Ach, Pater Josh. Willkommen, meine Kinder. Preist den Herrn. Das war doch der, der so die ganze Zeit gepennt hatte, oder? Na klar. Ich klinge nicht gerade überzeugt. Wir sollten uns mal länger über Gott unterhalten. Über Gott? Ich denke nicht, dass wir das sollten. Es würde ihren Glauben erschüttern, Pater. Oh, ihr seid wirklich sehr betrübt. Kommt, ich zeige euch den Pfad des Lichts und der Wahrheit. Hören Sie, Pater, ich bin weder in der Stimmung dazu, noch haben wir Zeit dafür. Ihr arm, fehlgeleiteten Schäfchen, kommt. Wir reden. Ich führe euch zur Herde zurück. Also jetzt. Was mein Freund damit sagen will, ist, dass wir wirklich keine Zeit dafür haben, aber sicher demnächst wiederkommen, um euren Worten zu lauschen. Dafür werde ich beten. Kommt, bevor es zu spät ist. Der Himmel wartet. Doch ihr scheint, als würden eure Seelen dem Pfad der Hölle folgen. Dieser stinkende Mensch. Was erlaubt er sich eigentlich? Okay. Mystischer Ring. Oh, Elementarabwehr. Ah. So, auch hier geht's hoch. Hier ist noch eine Wache. Hallo. Bitte stört mich nicht. Ich schieb gerade Wache. Wie du willst. So, hier sind noch Truhen. Aber ist nichts Besonderes. Ist auch eine Wache. Die hat man noch nicht gehabt. Hallo. Ist das Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Aber an eurer Stelle würde ich nicht in den nordöstlichen Turm gehen. Wieso denn das? Ja, es klingt vielleicht etwas albern, aber ich glaube, der Spuk des Nachts. Oh, wie ich es hasse, wenn ich in der Nähe des Turms Wache schieben muss. Ein Geist. Ich meine, ich habe noch kein Gespenster so gesehen, aber man kann so gruselige Töne hören. So flüsternde Stimmen, so prrrr. Gruselig. Aber jetzt muss ich zurück an die Arbeit.
Okay, das ist ein Hinweis für uns, dass wir da garantiert mal hingehen. Ich gehe nochmal schnell runter. Genau, da ist auch nichts mehr. Dann haben wir noch den Raum. Dann gehen wir erst im nordöstlichen Turm. Falls Nacht ist, sollten wir ja gleich den Geist auch treffen. Hättest du uns darauf hingewiesen haben. Genau, also hier geht's runter zum König. Da würde ich nochmal speichern davor, weil ich habe Erinnerung, der Kampf ist gegen 4 Gegner, die nicht ohne sind. Ein Esper-Schild erhalten. Ah, okay. Wir haben aber gerade keine Nacht, deswegen ist hier nichts. Schicksalsklinge. Okay. Es wird gleich dunkel. Wir gehen das mal kurz in diesen Zwischenraum. Ob da irgendwas Schönes ist. Weil irgendwo, ich glaube in der Burg war dieses Gerät, dieses Messgerät, was wir suchen sollten. Speichersteine nehme ich mit. So, wir gehen nochmal in den Turm, glaube ich. Das schaffen wir auch noch von der Zeit her. Da müssen wir bestimmt von unten rein. Genau. Ich weiß nicht, wenn wir die Königsfamilie getötet haben, müssen wir bestimmt auch den ganzen Rest hier erledigen. Aber ich glaube, vor allem die Familie wird toll. Die hatten alles mögliche an Effekten auf einen gehauen. So, damit haben wir den Geist hier. Ein Geist! Ah, endlich! Ich bin meine jetzige Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Ja. Ich war einst eine Wache in dem Schloss vor langer, langer Zeit. Doch eines Tages wurde ich von einem hinterhältigen Priester diesen Turm hintergangen. Er liebte meine Frau und es durfte niemand erfahren. Doch erwischte ich sie zusammen im Bett. Mein Herz zersprang. Ich ging in diesen Turm und nahm mir das Leben. Doch es war ein Fehler. Ich kann keine Ruhe finden, bis ich mich gerecht habe. Aber der Priester ist doch schon sicher lange tot. Ja, dafür ist es jetzt zu spät. Aber doch, vielleicht gibt es mir der Tod seines Schützlings Ruhe. Ich soll seinen Sohn töten? Hat er denn einen? Ja, er hatte einen. Mit meiner Frau. Sie war bereits schwanger, als ich mich umbrachte. Natürlich durfte es niemand erfahren, dass es sein Kind war. Und so sagte er den Leuten, dass dieses Kind von mir war. Aber er es im Namen der Kirche großziehen werde, da ich ja meinen Pflichten als Vater durch meinen Tod vernachlässigt habe. Oh, wie ich diesen Bastard hasse, ihn und seinen Sohn. Tötet seinen Sohn. Er ist Priester in diesem Schloss. Er ist Pater Josh. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meine Kraft. Na schön. Oh, ich danke euch. Kommt zurück, wenn ihr ihn umgebracht habt. Lasst uns erstmal gucken, ob wir den wirklich umbringen müssen. Ich erstmal sagen. Einfach so einen Priester töten ist bestimmt nicht gut für unsere Menschlichkeit. Aber nett, dass es uns ein Geist sogar mal einen Auftrag gibt. So, dann lasst uns hier oben mal schauen, ob da noch irgendwas Tolles ist. Nö. Die beiden hatte ich schon gerade, die Fässer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Mist, jetzt haben wir das ganze linke nicht angeschaut. Ja, die Burg ist erstaunlicherweise nicht so groß wie Asgards Schloss. Obwohl man hier später reinkommt. Und eigentlich hat man hier schon Vampirrüstung oder irgendwas anderes. Also ich war meistens hier schon drin und total stärker ausgerüstet. Aber ja, ist okay. Bin mal gespannt, wo wir dieses komische Gerät finden. Was wir hier irgendwo organisieren sollen. Diese Rüstung. Okay, also viele Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr. Hier ist dieser Mittelteil noch. War ein Gefängnis, wenn ich richtig gesehen habe, auf die Schnelle. Hallo. Bitte stürm mich nicht, ich bin gerade auf meinem Posten. Was machst du denn? Das ist nicht. Ich bewache die Gefangenen. Lass mich endlich weitermachen. Verschlossen. Aber ich glaube, dass wir uns mit dem Gesindel da drin unterhalten wollen. Ich glaube nicht. Okay. Verschlossen. Aber ich glaube, dass wir uns nicht mit dem Gesindel da drin unterhalten wollen. Macht irgendwas anderes? Na gut, auch wenn der tot ist, könnten wir reingehen und schauen, ob wir den Typen befreien. Vielleicht ist ja noch jemand für Shanna. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Okay. Sind eigentlich diese Stricke, also diese für eine Zugbrücke, die nicht existiert, so weit an der Seite. Was ist das für eine statische... Okay, wir reden nicht drüber. Alex hier. Hä? Wir haben jetzt... Wo muss man das dieses Gerät finden? Meines Erachtens gab es hier irgendwo dieses Gerät, das wir brauchen für die Kinder der Apokalypse. Ja, Moment. Das war der Gefangenenbereich, okay.
Und der Nördlich jetzt davon, was ist mit dem? Ach, guck an. Da haben wir noch was. Hey, nichts anfassen. Alles Eigentum des Königs. Entschuldigung. Könnt nicht zuhören? Nichts anfassen. Also gleich reicht's mir ja. Wenn ich sage nichts anfassen, bedeutet es auch nichts anfassen. Ich warne euch. Das letzte Mal, dass ich euch darauf aufmerksam mache. Okay. Könnte sein, dass hier das versteckt ist. Aber wenn wir sowieso hier alles umlegen im Königshaus, dann tut's wahrscheinlich auch nicht weh. Gut, dann werde ich jetzt mal hier hingehen. Wir müssten ja eigentlich sonst ausgerüstet sein. Ich mache nochmal hier ein bisschen Blut drauf. Ah, shit, ich sehe es gerade. Wir speichern nochmal. Und dann gehen wir gleich mal runter und schauen uns mal an, was der König uns zu bieten hat und oder er uns gleich umbringt. So, na gut, dann gehen wir mal runter und sehen hier schon netterweise, dass es gleich zum Bosskampf kommt. Können wir davor noch irgendwas anderes machen? Ich habe jetzt wieder die Ringe, die typischen, dass wir einfach Schutz vor Blind, Sturm und Starr haben. Kann aber natürlich sein, dass uns andere Sachen deutlich härter treffen werden. Übrigens das gleiche, das gleiche Chipset wie bei uns im Schloss bei Asgard. So, wir gehen mal hin. Schaut an, da haben wir 6 Leute. Johanna Ers, halt, was ist euer Begehr? Wir sind auf der Suche nach Seaestir. Seaestir? Den suchen wir auch schon seit längerem. Also, war er einer von euren Rittern? Wieso war? Er ist. Moment mal, ihr wisst etwas. Genau, ihr wisst irgendwas. Ihr habt ihn auch zum Schloss der Aldens geschickt? Woher wisst ihr das? Ihr wart im Schloss. Genau, ihr wart dort. Danke, diese Antwort genügt mir schon. Moment mal, was wisst ihr über Seaestir? Nun, ich weiß, dass ihr ihn schon bald treffen werdet. Was? Wie? Ist er es? Gibt es Probleme? Ja, mein König. Diese Leute kommen anscheinend vom Schloss der Aldens. Was wissen sie? Das werden wir noch herausfinden. Lasst sie durch, ich will mit ihnen reden. Aber das halte ich für keine gute Idee. Diese Leute sehen gefährlich aus. Lasst sie durch, befehle ich. Wie ihr meint. Ihr habt die Ehre, mit unserem König zu reden. Also, ich passe auf. Dann passt jetzt mal ganz genau auf. Und sagt mir, was ihr über den Verbleib von Seaestir wisst. Er ist tot. Oh nein, welch tragische Nachricht. Aber woher wisst ihr das denn? Er hat im Schloss der Aldens rumgeschnüffelt. Ja, das war sein Auftrag. Er sollte dort nach dem Rechten schauen und die Steuern eintreiben. Er hat versagt. Aber ihr könnt von Glück reden, dass ich hier bin. Wie meint ihr das? Ich bringe euch die Steuern. Ah, sehr gut. Gebt her. In Form meiner Klinge. Ah. Auf ihn. Mist, das wird nicht leicht. So. Ah, okay, wir kämpfen jetzt gegen 2 und dann gegen 4 wahrscheinlich. Jetzt werdet ihr für skandalöses Benehmen getötet werden. Genau. Ihr werdet jetzt getötet. Wer hier wen umbringt, werden wir ja sehen. Doch Nachtplapperer sterben früh. Wir werden euch eure Leichen den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Genau, zum Fraß vorwerfen. Nur, ihr habt eines übersehen. Ich bin der Wolf. Dieser Kampf ist übrigens schwieriger, als er erstmal ausschaut. Also, die werden trotzdem stark sein, die beiden. Aber wenn ihr am Ende zu wenig Blut habt und im nächsten Kampf geht, seid ihr automatisch rasend. Nur als kleiner Hinweis. Das heißt, lasst immer Blut genügend weit vorne. Ich mache mal Heiliger Sturm als erstes. Wir machen hier mal eine schwarze Aura. Moment. Ich meine eine Schwäche auf die Bogenschütze. Und hier machen wir einmal Erstummen. So, wir sind zuerst dran, das ist erstmal gut. Okay, die Zauberin verstummt, das gefällt mir sehr gut. Verwirrung hat nichts gebracht. Der Angriff sinkt. Okay, Zauberin kann ich mehr angreifen und die andere hat ist nicht mehr normal stark genug. Okay. Gut, jetzt können wir mal ein bisschen was ausprobieren. Heiliges Licht auf die eine. Wir greifen die Magierin an und hier machen wir mal Flammstrahl. Okay, Flammen ist bei ihr gut. Okay, ich würde sagen, wir greifen mit erstmal die Magierin an. Wenn die wieder eine entstummt, nämlich, also wieder reden kann, könnte die uns mit irgendwelchen harten Zaubern gegenwirken.
Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Machen wir 300 Schaden pro Runde ungefähr, vielleicht auch 400. Sollte in ein paar Runden eigentlich weg sein. Genau. Das ist halt das Gemeine, wir erst einen Zweierkampf haben, dann haben wir einen Viererkampf, weil der König selber kämpft noch mit. Was nicht ohne ist. Deswegen, wie ich das so gerade gemacht habe, weiß ich natürlich nicht, was hier die für Fähigkeiten haben. Das muss ich natürlich ehrlicherweise sagen. Okay. So, wir nutzen jetzt einfach mal ganz kurz hier gemeinerweise das Blutsaugen aus. Ein bisschen was wiederzukriegen. Genau, damit haben wir zumindest die ersten beiden erledigt, kriegen 1050 XP und zwei starke Seher. Ihr verdammten Weiber. Das steht vorhin andersrum. So, und jetzt haben wir gleich die anderen beiden. Die anderen vier, sage ich. Wie könnt ihr das wagen? Als Strafe werdet ihr aufgespießt, ausgepeitscht und dann verbrannt. Das ist ja noch ganz harmlos im Gegensatz zu, was ich gleich mit euch machen werde. Okay. Was haben wir denn? Wir haben Berater Hofmagier. Ich weiß ja nicht, wer der Heiler ist genau von denen. Wir machen auch hier einmal Heiliger Sturm. Wir wirken mal Schwäche auf den Berater. Und hier machen wir erstmal Erstumm. Um zu schauen, ob wir einen Marker rauskriegen. Nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen. Schade, damit haben wir keinen Marker erwischt. Kein Schaden. Keiner ist irgendwie geschwächt. Okay, der wird deutlich schwächer. So, jetzt schauen wir, was durchkommt an Angriffen. Kein Schaden, Berater. Normaler Angriff. Okay. Eis. Und der macht Heilung. Okay, damit wissen wir, wer eigentlich als erstes was abkriegen soll. Wir machen mal Nicht-Explosion, um zu schauen, wie das läuft. Hier würde ich auch sagen, wirken wir mal eine Schwäche. Ach nee, warte mal, ich glaube. Eine Hellaura und sie macht mal hier den Flammenstrahl, weil das immer blind im Zweifelsfall, das heißt die normalen Angriffe sind dann ja schon mehr. Okay. Ah, okay, zumindest der Marken kann ich es mehr sehen, was schade ist, weil der ist der einzige, für den es egal wäre. Okay, hier kriegen wir Feuerschaden. Den schläft ein. Das ist schlecht. Okay. So. Wir müssen Wecken machen. Wecken hat aber, glaube ich, doch. Er macht nochmal Schleichender Tod in der Hoffnung, dass wir damit irgendwie. Obwohl, wir haben ja Eisschutz, oder? Aber ich denke mal, Schleichender Tod ist auch ganz gut. Vielleicht wird er eh noch vergiftet von denen. Okay, nicht bekommen. Gut, wir machen hier mal wieder mal Zauber durch. Wir haben jetzt verflucht alle Gegner. Verflucht ist immer gut. Schleichender Tod hat ja gar nichts gebracht gerade. Wir machen noch Abwehr, das heißt, wir sind jetzt gegen Eis gut gerüstet. Feuer hat nicht so viel gebracht, oder? Okay, dann würde ich fast behaupten, für sie ist am besten, dass der Hofmagier einzeln angegriffen wird. Okay, die haben echt gute Magieabwehr, muss man ehrlicherweise sagen. Okay, jetzt machen wir gerade mal Focus Damage auf den Magier. Okay, Magier ist weg. Gut, das haben wir verwirrt. Verwirrt ist schlecht. Haben wir irgendeine Fähigkeit, die verwirrt? Ne, ich hatte glaube ich schon das letzte Mal geguckt. Das bedeutet, wer hat denn das jetzt gewirkt? Das hat der Berater gewirkt. Das heißt, wir machen jetzt Focus Damage auf den Berater, außer du hast noch was mit. Ne, das hilft nichts. Genau, sie werden sich länger verwirrt.
Okay, Berater ist weg. Das heißt, wir machen jetzt volle Kanne. Okay, Ender sollte heilen gleich. Wir machen jetzt erstmal auf den König. Sie macht die Vampirheilung. Okay, zustandsmäßig ist er ganz links, krass. Der andere ist Heilung ganz rechts. Und die beiden haben Feuer und Eis. Also Eis und Feuer, so rum. Interessant, dass die Magie können. Zum König. Okay, das können wir noch zweifelsfrei aushalten. Krass, oder? Wie viel Leben die haben, die beiden. Fängt an zu bluten, das gefällt mir. Eissturm. Okay, du machst wieder eine Vampirheilung. Ah, okay. Jetzt können wir hier noch ein bisschen rumspielen. Sie können zum Beispiel nochmal Blut saugen bei ihr. Und hoffen, dass nochmal ein Bluten entsteht. Bluteneffekt. So, und damit müssten wir doch eigentlich jetzt gleich durch sein. Alle auf die Königin, würde ich sagen. Ich hoffe, die haben auch noch einen begrenzten Magievorrat. Das kann ich aber bei Gegnern mal so schlecht aussagen. Weiß ich nicht, ob RPG-Maker es einstellen konnte. Ob die auch noch eine begrenzte Anzahl an magischen Sachen machen kann. Okay, 2180 Erfahrung. Vier starke Seelen. Sehr schön. Verfluchte Berater. Arrogante Magier. Unnütze Königin. Und natürlich der unfähige König. Nein, bitte nicht. Es lebe die Anarchie. Die Krone. Schubs, schubs, schubs. Ach, ich habe es mir doch anders überlegt. Nieder mit der Anarchie. Der König ist tot. Es lebe der König. Setz dich damit die Krone auf. Lass den Blödsinn, Asgar. Ach, na schön. Irgendwann, wenn es am schönsten ist. Aber die Krone nehmen wir mit. Die passt mir so gut. Wenn es denn sein muss, eine Krone erhalten. Was machen wir jetzt? Hoffen, dass niemand unseren Mord mitbekommen hat. Vielleicht sollten wir uns nochmal hier umschauen. Vielleicht entdecken wir was. Meinst du? Irgendwo muss ich doch das ganze Steuergeld befinden, das vom König eingetrieben wurde. Lass uns mal hier im Zimmer schauen. Vielleicht ist ein Geheimgang irgendwo. Was sieht mit unseren Feinden? Gnadenlos geköpft. Das Schicksal eines jeden Königs. Wirklich ein grausiges Bild. Brutal. Sogar sein Kopf liegt uns im Weg. Ganz schön makaber. So, der Magier. Brutal. Hier an der Wand ist ein Loch. Sieht aus, als würde da ein Symbol oder irgendwas reinpassen. Probier mal das Wappen. Aha, die Wand hat sich verschoben. Dann ist ein Geheimgang. Muss gleich an. Wir wollten uns noch... Können wir uns die linke Seite nochmal anschauen? Okay. Also wie ihr seht, der Kampf war gar nicht ohne gewesen. Wir haben jetzt nicht so viel Schaden reinbekommen, außer diese Magieangriffe. Aber der Schutz hat schon gewirkt. Das verwirrt sein. Das Verwirren ist wirklich das Böseste an Sachen, was man abkriegen kann hier. So, ich glaube, ich würde auch einmal kurz speichern, sicherheitshalber. Nicht, dass irgendwie jetzt uns noch was bösartig anderes entgegentritt. Spielstand 13. Ist ein Geheimgang. Und wir sind, ja, schaut an, eine Truhe. Vampirkrallen, sehr gut. Damit haben wir Elaine eigentlich vollständig ausgerüstet, wenn wir nicht noch besseren Helm finden. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen mehr Verteidigung, ist jetzt okay. So, was die anderen Krallen waren, ist die Teufelskrallen gewesen. 160er gegen 180er und wir machen Blutung. Ah, es ist ich glaube, ich lasse es. Okay. Die Truhe ist leer. Absolut leer. Leerer als leer. Da hinten in der Ecke liegt etwas Wesens, ein Filler. Leer. Das kann nicht sein. Verdammt, wo ist das ganze Steuergeld? Moment, da hinten in der dunklen Ecke liegt noch etwas. Ein kleines Buch. Es trägt den Titel Steuern dieses Jahres. Was steht denn drin? April 19.054 Filler, Mai 14.293 Filler, Juni 13.003 Filler und so weiter. Doch riesige Steuereinnahmen. Steht da nicht, wo sie denn nun hin sind? Moment. Hier steht noch was Interessantes. Zahlung an Mr. X im Mai 14.000 Filler, im Juni 13.022 Filler. Irgendjemand hat die ganzen Steuergelder bekommen.
durch etwa Abraxas. Er hat doch für Geld Vampire gejagt. Es würde auch erklären, warum er das Schlosswappen bei sich hatte. Dann hat der König Abraxas beauftragt, die restlichen Vampire zu töten. Wäre doch denkbar. Aber das würde auch bedeuten, dass der König von der Existenz der Vampire wusste. Aber wieso hat der König nicht einfach seine Ritter losgeschickt, sondern nur Abraxas? Vielleicht wusste er von der Existenz der Vampire, wollte das Volk aber nicht beunruhigen. Schließlich gibt es kein bisschen Weihnacht mehr. Die Leute würden nur noch in Angst leben. Oder vielleicht war nur Abraxas alleine fähig, die anderen Vampire zu suchen und dann zu töten. Vielleicht war er der Einzige, der stark genug für diese Aufgabe war. Na, dann gibt es noch einen kleinen Logikfehler. Wir haben doch Abraxas damals in seiner Höhle belauscht, wie er mit seinem Auftraggeber sprach. Und da hatte er offensichtlich Angst, dass er selbst einmal getötet wird von seinem Auftraggeber. Aber wenn nur Abraxas stark genug war, um die anderen Vampire zu töten, dann hätte er sicher keine Angst davor, selbst einmal getötet zu werden. Schon gar nicht von dem König. Das stimmt wiederum. Außerdem sehe ich hier nirgends einen dieser Kommunikationsgeräte. Dann kann Mr. X nicht Abraxas sein und folglich hat der König jemand anderen bezahlt. Hier steht noch was. Ich hasse es, immer nach Asran zu gehen und das Gold oder Geld auf dieses Grab zwischen die Blumen zu legen. Ich komme mir dabei immer so schäbig vor. Doch ich sehe keine andere Lösung für dieses Problem. Meine Berater fangen schon an, mir die merkwürdigsten Fragen zu stellen, wieso ich immer alleine an dieses Grab gehen will. Vor allem mit den ganzen Steuereinnahmen, es bleibt ja nichts über. Ich sage ihnen immer, dass dort einer meiner Geliebten begraben ist. Doch das ist natürlich gelogen. Niemand darf das Geheimnis erfahren. Niemand darf von der Existenz dieser Monster, dieser Vampire erfahren. Die Leute würden Angst bekommen und befehlen, dass ich mein Heer losschicken sollte, um die Vampire zu vernichten. Doch die Leute sehen nicht, dass das der Untergang meiner Armee wäre. Sie sind einfach nicht stark genug, um es mit Vampiren aufzunehmen. Doch zum Glück glauben sie immer noch, dass die Vampire und Vincent Weinhardt komplett ausgerottet wurden. Durch, nicht und. Und so kann ich hier einigermaßen in Frieden herrschen. Und damit auch weiterhin so, dass so bleibt, habe ich mich auf den Handel mit ihm eingelassen. Sein Name werde ich absichtlich nicht in diesem Buch verraten, da es in die falschen Hände geraten könnte. Er sagte, es wäre für die gesamte Menschheit besser, wenn die Vampire endgültig vernichtet würden. Er selber könne es aus offensichtlichen Gründen nicht mehr tun. Es wäre zu gefährlich für ihn. Doch er hat schon einen Handlanger gefunden, der diese Arbeit erledigt. Doch natürlich nur gegen entsprechende Bezahlung. Und diese hat sich gewaschen. Mr. X wollte noch das Schlosswappen, das er dann seinen Handlanger geben würde, für den Fall, dass er mir wichtige Informationen überbringen muss. Tatsächlich habe ich ihn bis heute noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich bete zu Gott, dass niemand erfährt, wofür ich die Steuereinnahmen tatsächlich verwende. Meine Ritter haben sich schon beschwert, dass ich nur noch Billigwaffen aus der Wüste kaufe. Daher kommt's. Doch ich brauche das Geld für Mr. X. Also nicht aus Resident Evil, ist klar. Es ist das Beste für mich und den Rest der Menschheit. Den Rest, nicht dem. Möge Gott mich leiten. Das ist ja ein richtiger Tagebucheintrag. Unglaublich. Der König wusste also von der Existenz der Vampire. Und er hat tatsächlich das Geld dafür verwendet, dass die Vampire ausgerottet werden. Auch hatte er Angst um seine Ritter und damit um seine Macht, sodass er alles geheim halten musste. Und folglich ist Abraxas wirklich nur ein Handlanger gewesen. Ein bezahlter Vampirjäger. Wir müssen herausfinden, wer das Geld erhalten hat und wer damit Abraxas Auftraggeber war. Dann werden wir ihn töten, als Strafe dafür, dass er uns töten lassen wollte. Alle anderen Vampire auf der Welt. Ja, die auch. Du bist wirklich ein Egoist, Asghar. Ich weiß. In diesem Text stand etwas davon, dass der König das Geld immer auf ein Grab in Asran gelegt hat. Wo sollten wir hingehen? Asran. Dieser Stadt verwandelte ich mich damals in einen Vampir. Wenn das mal kein Zufall ist, dass uns unsere Reise nun länger in diese Stadt führt. Okay, haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Feuerring. Speichersteine. Natürlich auch wieder klar, das typische. Erstumm hat überall gewirkt, aber jetzt gerade mal, wo man es bei harten Gegnern, weder bei Abraxas noch bei denen. Also doch bei den ersten, bei der Markerin. So, hier haben wir noch einen Kopf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind ja komplett ausgerüstet. Seid ihr jetzt bereit, um auf den Pfad des Lichts geführt zu werden? Leider noch nicht, Pater. Okay, es hat also wirklich keiner im Schloss bisher mitgekriegt. Jetzt wäre nur die Frage. Moment. Das würde ich gerne. Ich habe ja gespeichert. Zweitens muss ich nochmal durchklicken, alles. Wir haben ja im Menü die Möglichkeit, unsere Menschlichkeit anzuzeigen. Ah.
Schaut an, 326, nicht schlecht. 61 Menschlichkeit. Mit dem Umwandel wird es bestimmt irgendwie weniger, nehme ich an, oder? Aber für die Quest ist das halt. Wir dürfen nicht... Moment, was passiert, wenn wir das... Irgendwie muss man ja anfangen. Ich denke mal, die ganzen anderen werden auch feindlich, sobald wir hier irgendwie anfangen. Wenn wir... Na gut, dann speichere ich doch nochmal. Ich glaube, das kann jetzt sonst ein bisschen in die Hose gehen. Wir haben ja auch gerade ein paar Speichersteine entdeckt. Das ist demnach okay. So, wir sind bei Platz 14 und wir wandeln den mal um. Noch zu hell. Es ist noch... Ach, weil wir das noch dunkel machen können. Okay, ich warte mal gleich, bis es dunkel ist. Moment. So, jetzt haben wir mal umgewandelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das beim Statusmenü aussieht. Dass wir eine Menschlichkeit bestimmt verloren haben. Wir hatten, glaube ich, gerade 61 Aufgaben für das passende Schloss. Geh nach Asran. Töte. Das Messgerät, okay. Also nicht tödliches Messgerät, sondern findet das Messgerät. Wir sind bei 60. Okay, haben wirklich einmal Menschlichkeit verloren. Lass uns mal schnell hochgehen. Der Geist gibt uns jetzt was dafür. Ah, ich spüre, ihr habt es vollbracht. Hahaha, die Rache ist mein, endlich. Ich danke euch. Nehmt meine Macht als Belohnung. Ist das wert? Dauert aber vor allem um 10 Sekunden. Also das ist es wirklich nicht wert, um ehrlich zu sein. Und es ist alles, jeder im Schloss, sauer auf mich. Was ist denn hier? Dies ist einer der drei Lagerräume. Alles Eigentum des Königs. Bitte fasst nichts an. Keine Sorge. Das ist ja gut. Ich werde euch beobachten. Den müssen wir... Okay, den müssen wir auch umlegen. Alle gesandt. So. Lass uns mal gucken, wie jetzt unsere Menschlichkeit aussieht. Und es ist 59. Okay, die beiden müssen wir erledigen, sonst kommen wir nicht ans Messgerät ran. Leerer als leer, hier liegt ein Schwert drin. Fleischreiser, nichts Wertvolles, nichts Wertvolles. So, nichts, was sich lohnen würde. Hier liegen ein paar Heiltränke drin. Komischer Stein. Nichts Wertvolles. Schild, Esper-Schild. Seltsames Gerät, ein Messgerät. Verbände. Nichts Wertvolles und leer. Gut. Jetzt lass uns nochmal schauen, ob wir einfach rausgehen können oder ob jetzt alle feindlich sind. Und wenn wir es abgeben, wir nochmal Menschlichkeit abgezogen bekommen. So, Wache, was machst du? Hallo. Stört mich nicht. Okay. Gut. Wir haben die Quest erfüllt. Wir haben nicht so viel umgebracht. Gut. Dann lass uns mal schnell zu den Kindern der Apokalypse noch gehen. Das abgeben, in der Hoffnung, dass wir da nicht noch mehr Menschlichkeit verlieren. Aber wir haben jetzt 59, 2 verloren dadurch. Das, bei dem Geist ist halt die Quest abschließen, aber eigentlich ist es natürlich gemeiner. Aber hey, ein paar Geister mitnehmen. So, hier ist gleich Astion, da sind wir gleich bei den Kindern. Das ist wunderschön. So. Wir müssten sogar noch gleich die nächste Quest gelöst haben. Weil dieser Opferdolch war, glaube ich, auch was Wichtiges für die gewesen. Das ist nicht übel. Das heißt, wir müssten sogar bald die besten Bluttränke uns organisieren können. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch eine weitere Stufe gibt. Aber lass uns erstmal mit dem Scheffel reden. Wie der das findet, was wir so alles haben. Habt ihr das Messgerät? Ja, haben wir. Ah, sehr gut. Damit wird das Abfüllen des Blutes gleich viel genauer. Kommt wieder, wenn ihr bereit für den nächsten Auftrag seid. Du hast zwar Erfahrung gekriegt. Reden weiter.
Also, seid ihr bereit für den nächsten Auftrag? Ja, klar, sicher. Ihr habt wirklich viel für uns getan. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Deswegen gebe ich euch jetzt einen Auftrag, den bisher niemand erfüllen konnte. Vielleicht könnt ihr das schaffen. Wir suchen schon seit vielen Jahren nach einem bestimmten Opferdolch. Ach was, den habe ich dabei. Es ist ein uraltes Relikt und niemand weiß, wo man diesen Dolch finden kann. Abraxas Turm, Ebene, keine Ahnung. 8, 7? Daher müsst ihr ihn wohl selbst finden. Viel Glück. So, und damit geben wir ihm. Habt ihr den Dolch schon gefunden? Jo. Ernsthaft? Ja, hier ist er. Wirklich unglaublich. Ihr seid wirklich ein loyaler Anhänger unserer Sekte. Jeder andere Dolch, den hätte man auch nehmen können und sagen können, das ist ein Opferdolch? Egal. Wir können euch gar nicht genug danken. Nehmt dies als Belohnung für das, was ihr für unsere Sekte getan habt. Ein Vampirschild. 2000 Erfahrung. Und wir reden nochmal. Wir haben derzeit keine Aufträge für euch. Schade. So. Zwei Sachen, die wir jetzt gucken. Erstens, wir haben, also, das heißt zwei, wir haben jetzt noch ein Vampirschild, aber es, wir brauchen doch nur. Wozu brauche ich denn drei? Elaine kann doch gar keins tragen. Also, wir reden mal. Tränke, habt ihr Interesse? Klar. Sie kann uns Folgendes anbieten. So, und jetzt haben wir hier Blutelixier für 3000, Blutschutzring und Vampirstein. Okay, wir können es eigentlich wirklich alles kaufen. Aber das, dieser Vampirstein geht ja nur außerhalb des Kampfes. Und das Zweite, was wir schauen, ist, ob es das sich jetzt gelohnt hat, diese zwei Menschlichkeit zu opfern. Nämlich, wie hat sich unsere Menschlichkeit verschoben überhaupt? Gerade bei den Kindern. Und wir sehen 59. Okay, sie ist geblieben. Das hätte ich es schlimmer erwartet. Ich würde sagen, damit haben wir die Kinderapokalypse-Questreihe abgeschlossen. Wir haben den Geist befriedigt. Wir haben Tranak erledigt. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Aufgaben. Wir müssen nach Asran. Das gehört aber zum Endgegner, das kann ich schon verraten. Und wir können auch mal in die Wüste gehen, um mit dem Pharao ein kurzes Pläuschen zu halten. Das wird auch nochmal ja, so ähnlich wie Abraxas Turm am Ende. Gut, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Bis demnächst, euer Landetor. Tschüss.